Trotz der globalen Herausforderungen ist die wirtschaftliche Lage in Oberösterreich stabil. 2024 wird laut dem aktuellen Standortbericht zwar herausfordernd, ein leichter Aufwind ist dennoch spürbar. Die Konsumlaune kehrt zurück, eben Kaufkraftüberhang. Die Menschen haben deutlich mehr Lohn und Gehalt bekommen und die Inflation, die Teuerung ist deutlich schwächer. Das heißt, man hat mehr Geld zur Verfügung, um sich etwas leisten zu können. Beim Bau geht es langsam wieder in die richtige Richtung. Wenn jetzt hoffentlich das Förderprogramm des Bundes endlich für Klarheit sorgt, merken wir erste Tendenzen, dass die Nachfrage wieder steigt. Das letzte Jahr sei für Oberösterreichs Wirtschaft noch sehr gut gewesen. Allein im ersten Halbjahr des Vorjahres hat Oberösterreich Waren im Wert von rund 28 Milliarden Euro exportiert. Der Drang kommt im Wesentlichen vom internationalen Wettbewerb. Zwei Drittel unserer Wirtschaftsleistung in Oberösterreich wird durch Internationalisierung bzw. Export erwirtschaftet. Und das führt natürlich dazu, dass die Unternehmen immer weiter gezwungen sind, sich eben zu differenzieren. Und das führt zu diesem F&E-Drang. Hinzu kommt der Rekord an über 6.000 neu gegründeten Unternehmen im Vorjahr. Forschung, Innovation und Entwicklung seien die Schlüsselfaktoren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Tempo der Innovation, das Tempo im Wettbewerb nimmt deutlich zu, daher voller Fokus darauf. Aber die Rahmenbedingungen müssen angepasst werden, denn wir wollen Produktionsstandort in Oberösterreich, Österreich, ja in Europa bleiben. Und da müssen wir ordentlich an der Wettbewerbsfähigkeit drehen und das ist eine nationale Aufgabe und eine europäische bei den Förderprogrammen und für beides setzen wir uns ein. Die Standortagentur Business Upper Austria hat demnach ihren Schwerpunkt auf Förderung von Kooperationen gelegt. Bis zu 300.000 Euro pro Projekt gibt es hier an Forschungsförderung für kooperative Projekte, wo Unternehmen und Forschungseinrichtungen zusammenarbeiten. Ja, man sieht, dass die Forschungs- und Entwicklungsquote steil nach oben geht. Die Unternehmen und auch die öffentliche Hand setzt ganz stark auf das Thema Innovation. Wir müssen letztlich um das besser sein, was wir auch teurer produzieren. Andere Teile der Welt haben andere Vorteile, ganz billige Arbeitskräfte etc. Das haben wir nicht, aber wir haben ein wahnsinnig gutes Ökosystem für Innovationen. Erstellt wird der Standortbericht jährlich vom Joanneum Research Forschungsgesellschaft, Institut für Wirtschaft und Innovationsforschung.